Hallo und willkommen zurück zum Let's Play Minecraft, liebe Leute, hier ist euer Sarius und wir hängen immer noch in der Höhle fest. Und wir müssen jetzt hier mal raus, ohne Spaß. Ich will hier raus. Ich will einfach nur noch hier raus. Also. Scheiß auf Höhlen. Ich baue mir jetzt einen Gang. Und zwar immer so graben. So, dass man eine Seite, wenn da Lava kommen sollte, immer noch zur anderen springen kann. Deswegen baue ich immer zwei Gänge, so baue ich mich auch immer runter. Damit, falls da Lava kommt, ich das schon sehe, bevor ich da reingefallen bin. Also wenn jetzt hier Lava kommen würde, würde ich einfach zur Seite gehen. Oh, Erde. Oh, Sand. Oh, der Himmel. Okay, ich bereite mich schon mal drauf vor. Ich hab's geschafft. Ich bin draußen. Ich bin draußen. So, noch hochschwimmen. Komm, schwimm, schwimm, schwimm. 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 Oh, es ist Tag. Wo bin ich? Irgendwo, nirgendwo. Okay, ich weiß ungefähr, wo ich bin. Ich muss über diesen Berg rüber. Okay, let's go über diesen Berg. So, wenn ihr diese Folge jetzt seht, dürfte klar sein, dass ich schon in Kiel bin und ich da Videos hochladen kann. Also, yay, freut euch. Jetzt werden auch Videos weiter in die Woche kommen. Keine Pause. Also, keine wöchentliche Pause, sondern weiteren Videos. Weiteren Let's Play Videos und vielleicht auch Skype. Ich habe nämlich auch noch ein paar Skyblock-Aufnahmen parat auf Vorrat produziert mit Cobra. Für den Fall. Also er ist jetzt weg und deswegen. Aua. Haben vorproduziert. Und ich bin ja auch weg. Also ist das gar nicht schlecht, dass wir vorproduziert haben. So. Der liebe MX Marco hat mir Eisen wo reingetan? In den Ofen? Ja. Dankeschön. So, das kann hier rein. Wie viel Kohle ist denn da drin? Auf keinen Fall genug. Jetzt ist da genug drin. Gehen wir rüber. Und hauen da auch noch ordentlich viel Eisen rein. Was? Nein. Alle meine Kühe sind ausgebrochen. Ohne Spaß, wer hätte den Block stehen lassen. Warum geht bei mir immer alles schief? Oh, Manu. Oh, Eisen. Gold. Eisen. Eisen. Gold. Was ist denn falsch bei mir? Manu. Alle meine Kühe sind ausgebrochen. Alle. Naja, zumindest habe ich viel Eisen. Und mache mir erstmal eine volle Eisenrüstung. Yeah. Ich bin voll Iron. Voll Iron. Voll Iron. Okay, wir brauchen unbedingt eine neue Kuh. Dann können wir auch wieder von vorne züchten. Ey, auf meine Tiere zu töten. Scheiß Köter. Wir brauchen eine Kuh. Die sind ja ausgebrochen, also müssen die hier irgendwo noch rumstreunern. Wenn ich nur eine Kuh finde, die ein bisschen in der... Oh ja, eine Kuh. Können wir jetzt dabei? Nein. Fuck. Hey, ich habe noch rohes Rindfleisch. Gut, da vorne ist Weizen. Dann kann ich die auch gleich... vermehren. Ich habe gleich eine große Farm. Bist du ein wilder Hund? Musst du sterben. Ja, tut mir leid, aber ist so, weil sonst machst du meine Tiere tot. Und darauf habe ich gar keinen Bock.
So, dann lass uns erstmal hier. Stimmt, du brätst ja das. Hier ist nichts drin. Hier ist nur Leder. Na toll. Kein Futter. Ich brauche aber Essen. Ich habe Hunger. Sollte ich erstmal ordentlich Weizen haben. Für die Kühe. Ich finde, das ist die Brote sind ein bisschen zu überteuert. So, jetzt brauchen wir nur noch die Kühe da hinten. Und dann können wir die vermehren und dann werden es ganz große Kühe. Dann können wir ganz viele Kühe züchten und jetzt kommt ihr beide mit. Ey, achso, der kommt ja mit Karotten. Ich bin blöd. Ich kann die auch gar nicht vermehren, die Schweine. Komm mal mit, komm, schneller, komm. Komm. Komm rein. Ja. Und vermehrt euch. Ja, scharf. Hast du gedacht, wa? So, ich habe eine Idee. Ich mach mir jetzt ein Auto. Dafür brauche ich Blöcke. Blöcke haben wir hier. So, Zauntor ist in der Hut. So, alles was wir nicht brauchen, kann hier rein. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Und hier brauchen wir auch nicht. Wir können eigentlich mal das Fleisch braten, weil das brauchen wir ja gleich auf der Exkursion. Ich habe so Angst, dass ich sterbe, weil wenn ich sterbe, dann sind alle meine Level weg. Alle. Jedes einzelne. So, jetzt gehen wir wirklich auf Diasuche. Und zwar machen wir uns jetzt erstmal ein paar Eisenhacken. Dafür brauchen wir natürlich, war klar, Eisen. Yay. So, Eisen. Zack, zack, zack. Sollte nicht reichen. Das sollte reichen. An Eisenhacken. So. Das ist ein schöner Vorrat. An Spitzhacken. Und jetzt ein Vorrat an Fackeln. Ein Stick. Diese Mengen. Wow. Sticks. Fackeln. Passt. Kohle nehmen wir ein paar vorsichtshalber mit. Das brauchen wir nicht. Wolle brauchen wir nicht. Sand brauchen wir nicht. Erde eigentlich auch nicht. Pfeile auch nicht. Wir werden uns unterirdisch keinen Bogen bauen. Die Karte auf jeden Fall. Eisen. Machen wir uns so ein Schwert. Auf jeden Fall ein Schwert, ja. Auf jeden Fall ein Schwertchen. Lalalalala. So, ich würde sagen, dann können wir auch gleich mal wieder in den Untergrund. Und hier unsere Steaks für diesen Jahr sind sie sehr schön. 5 haben wir noch, dann dürfen wir einfach nicht so viel sprinten, würde ich sagen. Und auf geht's in den Untergrund. In the underground. Yeah, yeah. So, der Part ist auch langsam wieder vorbei. Auch nur langsam. So, da hinten sich noch ein Schaf. Genau, hier bin ich reingegangen. Und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal in die Schlucht, damit wir dort ein wenig aufräumen können. An Diamanten und sowas, alles was es da so gibt, werden wir gleich sehen. Oh, hier ist noch Eisen. Nehmen wir mit. Eisen ist immer gut. Können wir nämlich auch einen Amboss bauen. Aus Eisen. Geht denn nur aus Eisen? Boom. Idiot. So, da brauchen wir nicht lang. Hier auch nicht. Hier ist Sackgasse.
Hier geht's runter. Tief runter. Bum, bum, bum. Das Eisen nehmen wir mit. Ein Eisen. Vollkommen ausreichend. So, wo geht's jetzt in die Schlucht? Schätzungsweise hier. Den Weg zurück werde ich wieder nicht finden. Ich werde mich einfach wieder gerade nach oben. Wow. Okay. Du willst also auf die Schnauze. Du kleiner Pisser. Du Wichser. Zum Glück kannst du mir nicht mehr so viel, seitdem ich meine Rüstung. Alter. Aber du kannst mich. Ja, geh sterben. Ja. Gott. Skelette sind immer noch für den Arsch. So, hier links war die Schlucht. War sie nicht? Ich hätte gedacht. Was ist hier? Kein Spawner. Schade. Hä, wo war denn die Schlucht? Nochmal zurück. Wo komme ich her? Erstmal einfach ein bisschen nach oben gehen. Komm, Spinne. Mach jetzt keinen idiotischen Ärger. Hier ist Lava. Ich habe keinen Wassereimer dabei. Ich könnte mir einen Eimer machen und dann mir Wasser nehmen und es dann einfach darüber kippen. Machen wir das? Das machen wir. So. Workbench. Müssen jetzt aber unser Eisen einschmelzen. Also. Ofen. Dann machen wir so eine kleine Base. Ne, wir nehmen die Workbench auf jeden Fall mit. Au, wo bist du? Die Skelette gehen mir richtig auf den Sack. Geht euch das auch so? Die sind hier ständig. Die sind sau viele Monster. Ohne Spaß, die sind... Alter. Zombies gehen dann. Kann man einfach so wegmetzeln. Ohne dass die einem viel Schaden zufügen. Jawohl, dann wir drei. Eimer. Der Eimer kann auf den Slot, den brauchen wir nicht. Boah, wenn da jetzt jemanden sind, ich freue mich wie ein Schnitzel. Ah, wenn da jetzt Wasser wäre. Okay, da vorne ist auf jeden Fall Wasser. Oh, woher kommt es? Manu, ich möchte Wasser haben. Kann ich mir nicht einfach was aus dem Wasserfall nehmen? Okay. Okay, muss Wasser sein. Irgendwo muss es ja kommen. Und ich sehe ein Smaragdi. Und ich hab's. Oh ja. Das Wasser. Ich hab das Wasser. Und ich hab den Smaragd. Yay. Auf welcher Höhe die auch spawnen? Schon krass. Hier können wir auf jeden Fall auch runter. Oh ja, ein Autospeicher ist super. Boom. Autospeicher. Ja, dann würde ich auch sagen, hier beenden wir den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Minecraft. Und euer Sarius meldet sich ab. Bis zum nächsten Mal. Ciao.